Es gibt zauberhafte Neuigkeiten zu Hogwarts Legacy. 14 Minuten Gameplay wurde gezeigt mit einzigartigen Einblicken, massenhaft neuen Informationen, was das Spiel alles zu bieten hat. Ist wirklich ein Blick wert, bleibt gespannt. Servus Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Corpheus. Bei mir gibt es News und Guides zu Open World und Rollenspielen. Gestern Abend war es endlich soweit. Auf der neuesten State of Play von PlayStation gab es über 14 Minuten Gameplay zu Hogwarts Legacy zu sehen. Hat uns einen riesigen Einblick in das Spiel gewährt, was es zu bieten hat. Es wirkt unglaublich riesig und auch abwechslungsreich. Das werdet ihr gleich sehen. Gleichzeitig hat man aber auch gemerkt, dass sich das Game noch in der Entwicklung befindet. Die Grafik sieht noch nicht ganz so schön aus. Würde ich mir aber keine Gedanken machen, das Spiel soll auch erst Ende des Jahres rauskommen. Die Präsentation war komplett auf Englisch, ich habe für euch hier alles aufs Deutsche übersetzt, dass ihr auch genau wisst, was dieses Spiel zu bieten hat. 14 Minuten lang wurde auch gesprochen, nochmal genauer erklärt, was man alles in Hogwarts Legacy machen kann. Das hört sich wirklich verdammt gut an. Desto länger der Livestream ging, umso interessanter wurde das Gameplay und auch so auch interessantere Sachen wurden preisgegeben. Da kann man sich wirklich drauf freuen als Harry Potter Fan, als Hogwarts-Fan, das kann ich euch sagen. Könnt mal gerne in die Kommentare reinschreiben, auf was ihr euch am meisten freut. Bei mir ist es die Erkundung der Open World. Ich würde sagen, wir legen direkt los, Leute. Gebt euch das neue Gameplay mit den neuen Infos. Ich habe gerade selber das Video gesehen, sehe wirklich unglaublich müde aus, bin jetzt hier extra wach geblieben nach dem Event, dass ihr morgen früh zum Frühstück das Video anschauen könnt. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch informiert. Wer es von euch noch nicht ganz mitbekommen hat, wir schlüpfen in die Rolle eines neuen Schülers, der an der berühmtesten Schule für Hexerei und Zauberei aufgenommen wurde. Wir besitzen eine einzigartige Fähigkeit, mächtige alte Magie zu manipulieren, die in der Zaubererwelt verborgen ist. Wir müssen herausfinden, was hinter der Rückkehr dieser alten Magie steckt und wer versucht, eben sie zu nutzen, um die Zauberer zu vernichten. Doch bevor wir die Magie studieren und die Geheimnisse lüften dürfen, müssen wir erstmal unseren eigenen Charakter erstellen. Hexe oder Zauberer. Sind wir in Hogwarts angekommen, werden wir in eins der vier Häuser eingeteilt. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw oder eben Slytherin. Wie die Auswahl geschieht, weiß man aktuell noch nicht. Nachdem wir uns im Schlafsaal eingerichtet haben, treffen wir uns mit den anderen Mitschülern im Gemeinschaftsraum. Von dort an geht es dann in den Unterricht. Es gibt einiges zum Nachholen, denn wir starten direkt als Fünftklässler. Das hört sich erstmal komisch an, ihr werdet aber später merken, warum das so gewählt wurde. Es gibt verschiedene Fächer, die auf dem Stundenplan stehen. Zauberei, Verteidigung gegen die dunklen Künste, Kräuterkunde und auch Zaubertränke. Das sind bei weitem aber noch nicht alle Fächer. Da wird es durchaus noch mehr geben. Mal schauen auch, wie sich das Duellieren anfühlt. Zaubertränke soll übrigens eins der gefährlichsten und anspruchsvollsten Fächer sein. Wie in den Büchern und den Filmen lernen wir von den Professoren neue Zauber, wie man magische Pflanzen anbaut, Tränke braut und vieles mehr. Zwischen den Unterrichtsstunden können wir das Schloss erkunden, das für seine Geheimnisse und Mysterien bekannt ist. Es gibt viele Verliese, Geheimgänge, knifflige Rätsel, die magisches Geschick und einen klugen Kopf erfordern, um sie zu lösen. Natürlich treffen wir auch auf Räume, die uns bekannt vorkommen. Hogwarts Legacy spielt im 19. Jahrhundert, also deutlich früher vor den Harry Potter Ereignissen. Deswegen werden uns die meisten Gesichter, Professoren, nicht bekannt vorkommen. Ich hoffe, dass sie gute Charaktere mit starken Persönlichkeiten erschaffen haben. Auf den ersten Blick scheint das mir jetzt nicht so. Könnt auch mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare reinschreiben. Aber vielleicht liegt auch der Fokus im Spiel woanders. Einige Gesichter wird man aber auch aus den Büchern und Filmen kennen. In der Umgebung von Hogwarts gibt es viele Möglichkeiten für Abenteuer. Die magischen Fähigkeiten, die wir im Unterricht erlernt haben, werden auch schon bald auf die Probe gestellt, wenn wir an der Seite des fähigen und jedoch rätselhaften Professors Fig ein gefährliches Geheimnis lüften, um herauszufinden, ob an den Gerüchten über eine wachsende Rebellion der Kobolde etwas dran ist und ob die Sicherheit von Hogwarts auf dem Spiel steht. The threat he really is. Die Welt der Zauberer ist in dieser Ära ein gefährlicher Ort. Kreaturen sind von einer magischen Macht besessen. Mächtige Kobolde und finstere Hexen und Zauberer streifen umher und alle sind bereit zu kämpfen und sogar zu töten, um ihre Ziele zu erreichen. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. But all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child?
are you not telling me? But perhaps you shouldn't involve yourself with that just yet. Let's go. Die Feinde von Hogwarts Legacy verfügen über einzigartige defensive und offensive Fähigkeiten, darunter Flüche, Betäubungszauber, verzauberte Waffen und vieles mehr. Während einige uns eben direkt angreifen, können andere uns verzaubern oder handlungsunfähig machen. Mit dem Schildzauber können wir da entgegenwirken, Flüche ablocken und auch Nahkampfangriffe abwehren. Mit mächtigen Betäubungszaubern können wir Angriffe kontern und erweiterte Zauberkombinationen einsetzen. Wer erfinderisch von uns ist, der kann auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten finden, wie man Zauber eben miteinander kombiniert und die Schwäche der Gegner ausnutzen. Am Anfang habe ich die Kämpfe nicht so cool gefunden. Wenn man aber, glaube ich, mehr Zauber besitzt und sie miteinander kombiniert, dann werden die Kämpfe richtig spaßig. Wir können mit Isendur zuschlagen, mit Isendur rösten und die Feinde mit coolen Finishern vernichten. Es gibt sogar die Möglichkeit, geheimnisvolle und mächtige Magie einzusetzen, die nicht mal unsere Professoren kennen, um die stärksten Feinde zu zerstören. Durch die verschiedenen Zaubern kann man auch seinen ganz eigenen Kampfstil wählen und so zum ultimativen Duellanten werden. Find your combat style. On your path to become the ultimate duelist. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. On top gibt es eine Vielzahl von Verbesserungen, Talenten und Fertigkeiten, die uns helfen, uns als Zauberer weiterzuentwickeln. Es gibt unzählige Herausforderungen, um Erfahrung zu sammeln. Wir können unsere Fähigkeiten verbessern, indem wir Talente erhöhen, um eben Zaubersprüche, Pflanzen und Tränke zu verbessern. Je nach Spielstil gibt es eben unterschiedliche, die man eben dann priorisieren sollte. Neue Ausrüstung kann gelootet, gekauft oder selbst hergestellt werden, um eben unsere offensiven und defensiven Fähigkeiten im Kampf zu verbessern. Außerdem können die Ausrüstungen eben aufgewertet und spezialisiert werden, um noch größere Fähigkeiten für die gewählten Spielstile zu erlangen. Unsere Zauberstäbe sind nicht die einzigen Werkzeuge, die wir im Kampf verwenden können. Während wir unsere Fähigkeit mit dem Zauberstab verbessern, geht natürlich die Schule oder die Ausbildung in Hogwarts weiter. Wir brauchen Tränke, die unsere Macht erhöhen. Wenn wir das möchten, bekommen wir einen kleinen Boost, züchten eben und setzen magische Pflanzen ein, um sie dann eben im Schlachtfeld rauszuholen. Besonders effektiv ist dieser Alraunensetzling, um ahnungslose Feinde außer Gefecht zu setzen. Im Unterrichtsfach Bestien lernen wir verschiedene magische Bestien kennen, die wir in der Schule oder auch zum Beispiel auf der Erkundung in der Welt rund um das Schloss in der Umgebung eben finden können. Und was auch richtig cool ist, wir können auf einem Besen reiten oder fliegen eher gesagt, und so kommen wir natürlich deutlich schneller über die Open World, können alles wunderbar erkunden. Bin gespannt, ob wir vielleicht auch Quidditch spielen können, wäre wirklich eine geniale Sache. Was auch interessant ist, einige Fähigkeiten bekommen wir nur von Schülern, mit denen wir befreundet sind. Wir können also mit verschiedenen Schülern eine Beziehung aufbauen. Sie können dann auf unseren Reisen mitgehen und dann lernen wir sie eben einfach ein bisschen näher kennen. Es gibt zum Beispiel Natashi, eine mutige Abenteurerin, die von der Gerechtigkeit getrieben wird. Es gibt Poppy, die hat ein gutes Herz, liebt magische Tiere, mit denen sie auch viel leichter Kontakte aufbauen kann als mit Menschen. Und es gibt Sebastian, einen charismatischen Slytherin mit einer beunruhigenden Familie. Geschichte. Er hat keine Angst vor Nachsitzen oder Regelverstößen. Gerade in Gemeinschaftsräumen oder zum Beispiel auf Gängen zwischen den Klassenzimmern und regulären Versammlungsräumen kann man auf einige treffen. Think, the sooner you accept that reality, the better.
You'll meet these students and more as you explore common rooms, hallways between classes and regular gatherings. Nun kommen wir zu einem sehr besonderen Ort, der Raum der Wünsche. Kennt man aus den Büchern, aus den Filmen, ein genialer Ort. In Hogwarts Legacy hat er eine sehr wichtige Aufgabe. Er hilft uns dabei, den Rückstand zu den anderen Mitschülern zu verringern, denn er weiß natürlich ganz genau, was wir brauchen. Der Raum bietet für alles Platz, Säen und Ernten von Pflanzen. Wir können dort verschiedene Tränke brauen, wir können unsere Ausrüstung dort verbessern. Ein Hauself namens Deke steht uns zur Seite, hilft er, wo er nur kann. Wir können sogar im Raum der Wünsche magische Tiere halten und was auch unglaublich ist, wir können ihn frei gestalten, so wie es uns passt. Mir scheint das, als wäre das so ein kleines Art-Housing. A helpful house elf named Deke helps you discover vivariums that allow you to nurture your own menagerie of magical beasts. What is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. You can freely customize this space to reflect your personality and magical specialties. Nicht alles, was wir auf unseren Reisen brauchen, ist in Hogwarts erhältlich. Das nahegelegene Zaubererdorf Hogsmeade steht uns auch zur Verfügung. Dort gibt es viele Geschäfte, verschiedene Händler, bei denen wir immer nützliche Waren einkaufen können, wie zum Beispiel Zaubertrankzutaten, Rezepte, Samen für magische Pflanzen bis hin zu allen möglichen Ausrüstungsgegenständen. Aber Hogsmeade hat auch eine gefährliche Seite. Eine Bande dunkler Hexen und Zauberer, die sich durch den Aufruhr der Zeit ermutigen, durchstreifen eben die Außenbezirke des Dorfes. Wir müssen eben ihnen ausweichen oder sie besiegen. Während unseren Erkundungen in der Open World werden wir immer wieder auf verschiedene Aktivitäten, Wunder und außergewöhnliche Bereiche treffen, was richtig cool ist. Mit dem Vorankommen in der Schule werden wir ein dynamisches Wettersystem erleben. Das Klima verändert sich eben, im Sommer zeigt sich die Sonne, wolkenloser Himmel und im Winter schneit es eben, überall liegt Schnee, es kann natürlich auch regnen. Ansonsten können wir auch auf einzigartige Zaubererdörfer treffen. In jedem gibt es eben verschiedene Händler, Bewohner, die Geschichten zu erzählen haben und natürlich auch unsere Hilfe benötigen. Selbst Rätsel von Merlin selbst können wir sogar in der Welt entdecken. Damals, als er eben nach Hogwarts gegangen ist, hat er natürlich auch verschiedene Rätsel entworfen. Magische Bestien durchstreifen außerhalb der Schlossmauern die Ländereien. Einige wurden von der geheimnisvollen dunklen Magie verdorben, während andere von Wilderern und ihren Fallen eben bedroht sind. Wer gutmütig ist, kann hin und wieder ein paar von ihnen retten und dann eben im Raum der Wünsche wieder gesund pflegen, finde ich eine richtig coole Sache. Aber die Welt bringt auch Gefahren mit sich, die wir erstmal nicht ergreifen können. Verliese und Gewölbe bergen gefährliche Bedrohungen, aber auch unermessliche Belohnungen. Beim Erkunden sollte man aber auf jeden Fall vorsichtig sein, denn es kann natürlich auch passieren, dass man auf den dunklen Pfad gerät, wie man gerade beim Zauber sehen konnte. An dieser Stelle seid jetzt ihr gefragt, schreibt mir in die Kommentare rein, was sagt ihr zu Hogwarts Legacy? Gefällt es euch? Ist es genau das, auf was ihr euch freut? Oder sagt ihr, nee, da sind einige Sachen dabei, die sehen jetzt nicht so gut aus, die hätte ich gern anders gehabt? Wenn ja, schreibt es mal gerne rein, bin ich echt gespannt. Es sieht auf jeden Fall vielversprechend aus, auch die Grafik ist deutlich besser, als ich am Anfang dachte. Ich habe es nämlich erst im Livestream angeguckt, da war die Grafik natürlich deutlich schlechter. Und als ich das Gameplay runtergeladen habe für euch, ist die Quali schon wirklich schon mal gut. Ich hoffe, das Spiel kommt sehr final einfach raus, ohne große Bugs, ohne große Probleme und wir können es einfach genießen. Ich hoffe, es hat genügend Tiefe, genügend Abwechslung, aber es sieht schon echt geil und vielversprechend aus. Mal schauen, was die Entwickler da noch rausholen oder was sie auch jetzt schon rausgeholt haben. Wir sehen es auf jeden Fall, hoffe ich, dann im Winter, nicht, dass es nochmal verschoben wird. Das war es soweit vom Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, weil wird es wirklich richtig krass. Habe sehr lange für dieses Video gebraucht, mit allen Sachen übersetzen, nichts vergessen und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen da. Das war es soweit von mir. Wer in Zukunft nichts verpassen möchte zu Hogwarts Legacy, kann gerne mit einem Abo dabei bleiben. Demnächst kommt bei mir auch Tiny Tinas Wonderlands raus. Auch ein mega geiles Game. Könnt mal gerne vorbeischauen. Das Video ist bei hinten verlinkt. Könnt gerne mal draufklicken. Ist auch wirklich ein sehr besonderes Spiel. Und ja, nächste Woche ist es draußen. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Und dann habt ihr auch nochmal so ein neues Game und könnt es natürlich zocken, bis Hogwarts Legacy rauskommt. Das war es soweit von mir. Wie immer, viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.